Hallo und herzlich willkommen zum Finanzbericht am Dienstag. Die Kryptobörse Bybit kündigte an, dass sie ihren globalen Hauptsitz in Dubai eröffnen wird. Und die Krypto-Plattform Crypto.com erklärte, dass sie dort ein regionales Zentrum einrichten wird. Dies sind die jüngsten Schritte im Rahmen der Bemühung der Vereinigten Arabischen Emirate, ein Zentrum für den Sektor der virtuellen Vermögenswerte zu werden. Der Gouverneur der Bank of England, Andrew Bailey, erklärte, die Schwankungen auf den Rohstoffmärkten nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine stellten ein Risiko für die Finanzstabilität dar und die Herausforderungen für die Weltwirtschaft seien größer als nach der globalen Finanzkrise. Westliche Politiker haben die Möglichkeit Russlands eingeschränkt, seine Goldreserven zu verkaufen, um seine Wirtschaft zu stützen, die durch die kurz nach dem Krieg gegen die Ukraine verhängten Finanzsanktionen unter Druck geraten ist. Das Pfund-Dollar-Paar verlor in der letzten Sitzung 0,6%. Der Stochastic RSI gibt ein negatives Signal, welches mit der breiteren technischen Analyse übereinstimmt. Das Aussie-Dollar-Paar verlor in der letzten Sitzung 0,3%. Der RSI gibt ein positives Signal, welches mit der breiteren technischen Analyse übereinstimmt. Das Dollar-Yen-Paar explodierte in der letzten Sitzung um 1,1%. Der MACD gibt ein positives Signal, welches mit der breiteren technischen Analyse übereinstimmt. Das Öl-Dollar-Paar brach in der letzten Sitzung um 4,1% ein. Der Stochastic RSI gibt ein negatives Signal. Das britische GFK-Konsumklima wird um 0.01 GMT veröffentlicht, die japanischen CFTC Japanese Euro NC Nettopositionen um 19.30 GMT, die deutsche IFO aktuelle Bewertung um 9.00 GMT. Das deutsche IFO-Geschäftsklima um 9.00 GMT, der britische Einzelhandelsumsatz um 7.00 GMT, der US-Michigan-Konsumklimaindex um 14.00 GMT. Wir hoffen, Sie haben den heutigen Marktausblick genossen. Wir bei der Redaktion wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handelstag. Kommen Sie morgen wieder für neueste Nachrichten aus den Finanzmärkten.